Der 4. Juni 1989 geht als das Massaker des Tiananmen in die Geschichte ein. Für China ist es das Trauma. Bis heute, denn die Regierung hat ihr Land zum Vergessen verdammt. David gegen Goliath. In Peking ging die Armee auch heute wieder brutal gegen die Demonstranten vor. Dieser Student stellt sich vor die heranfahrenden Panzer und versucht so, sie aufzuhalten. Auch der Versuch, mit den Soldaten zu sprechen, ist vergebens. Dabei sind bedauerlicherweise zahlreiche Verletzte und auch Tote zu beklagen. Bei einem Treffen mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten des chinesischen Staatsrates, Yao Jilin, in Ost-Berlin betonte er, zum Sozialismus gäbe es keine vernünftige Alternative. Unterdessen gehen die Demonstrationen in Ost-Berlin und Leipzig weiter. Bei der Ost-Berliner Gethsemane-Kirche sollen sich wieder etwa 3000 Menschen versammelt haben. Hier war gestern ein Sitzstreik mit Gewalt beendet worden. Keine Gewalt, rufen sie. Dann lassen sie sich von den gepanzerten Fahrzeugen der Polizei zu einer Sitzblockade nieder. Insgesamt etwa 2000 Demonstranten waren nach dem Abendgebet in der Gethsemane-Kirche auf die Straße gezogen. Wir wollen Freiheit, forderten sie. Wir bleiben hier. Und immer wieder die Internationale. Dann schönen guten Tag. Mein Name ist Axel Grafmanns. Ich bin Geschäftsführer der Tibet-Initiative Deutschland. Sie haben gerade einen Clip gehört aus den Jahren 1989. Die waren alle aus den Jahren 1989. Jetzt haben wir das Jahr 2019, 30 Jahre später, Zeit zurückzublicken. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist auch für mich das erste Mal wieder seit 1989, dass ich in der Kirche vorne stehe. Und es gerade in der Gethsemane-Kirche machen zu dürfen, ist für mich eine große Ehre. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie gekommen sind. Es ist ja nicht mehr so heiß draußen, es hat gewittert. Toll, dass Sie den Weg gefunden haben hier in die Kirche. Besonders freue ich mich, Frau Elmani begrüßen zu können, die Pastorin der Gethsemane-Kirche und auch den Friedenskreis Freiheit Jetzt, Wachet und Betet, die als Mitveranstalter auftreten. Ohne euch, ohne sie, wäre das nicht möglich gewesen und ganz toll, dass ihr uns das ermöglicht. Aber besonders freue ich mich, euch auch unsere Ehrengäste vorstellen zu können. Zum einen Herrn Professor Dr. Xi, der Repräsentant von Taiwan, der Botschafter von Taiwan. Aber auch Herrn Michael Brandt, Bundestagsabgeordneter der CDU-CSU-Fraktion. Herrn Kain Müller von der International Campaign for Tibet, der Geschäftsführer. Und natürlich noch Wolfgang Grader, der Vorsitzende der Tibet-Initiative Deutschland. Kurz zum Ablauf heute. Wir werden anfangen mit Einzelinterviews mit den einzelnen Referenten. Und da freue ich mich besonders, dass wir Herrn Roland Jahn, den Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, als Referent gewinnen konnten, aber auch Frau Margarete Bause, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, Herrn Seri Dordain, ein Tibetologe von der Uni Bonn und Herrn Kai Strittmatter, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Nach den Einzelinterviews wird es eine kurze Podiumsdiskussion geben, dann natürlich Raum für Fragen aus dem Publikum und beschließen wollen wir das Ganze dann mit einer Schweigeminute für die politischen Gefangenen. Wir versuchen heute Abend einen Spagat hinzubekommen, einen Spagat zwischen Tibet, den Ereignissen damals 1989 auf dem Tiananmenplatz und der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR. Und wenn ich kurz zurückgehe nach Tibet,
in den Jahren 1987 bis 1989, da war dann eine Menge los und eine Menge unschöner Sachen. Auch da gab es schon Demonstrationen, auch da gab es schon Tote, auch da gab es blutig niedergeschlagene Aufstände. Und es war lange, oder es war die Jahre, bevor die Ereignisse auf dem Tiananmenplatz passiert sind. Und bereits im März 1989 wurde in Tibet das Kriegsrecht ausgerufen. Also im Prinzip im April gingen die Proteste los, einen Monat vorher. Ja, und die Proteste, da wurde viel berichtet die letzten Tage, die eskalierten dann am 3. und 4. Juni 1989. Ausgangspunkt für die Proteste war der Tod des KP-Generalsekretärs Hu Yaobang. Und dann entwickelten sich die Proteste und es waren nicht nur Studierenden, natürlich zum großen Teil. Es waren auch Arbeiter und Arbeiterinnen und es waren auch Intellektuelle. Und es scheint einen großen Kampf um die Opfer zu geben und um die Opferzahlen. Die schwanken zwischen 200 bis 10.000. Ja, und je nachdem, aus welcher Perspektive das beleuchtet wird, werden unterschiedliche Zahlen genannt. Das chinesische Rote Kreuz hat mal kurzzeitig von 2.600 Toten gesprochen. Ich habe auch vor ein paar Tagen einen Zeitungsartikel zugeschickt bekommen, das Fake-Massaker. Ja, für mich ist das nicht so die Frage, gab es nun 200 oder 10.000. Für mich ist vielmehr die Frage, wie kann das sein, dass eine friedliche Revolution, dass eine friedliche Demonstration, ein friedlicher Ansatz dann einfach so mit Soldaten, Panzern und Gewehrkugeln niedergebügelt wird. Und auch um da korrekt zu bleiben, auf den eigentlichen Platz des himmlischen Friedens in Peking gab es keine Toten, aber in den Zufahrtsstraßen. Und das macht es für mich überhaupt nicht besser. Dann, um in der Chronologie zu bleiben, am 5. Juni gab es die Szene mit dem Tankman, dem Panzermann, der Mann mit dem weißen Hemd, der sich da so dem Panzer entgegengestellt hat. Ich glaube, alle kennen dieses Bild. Und am 6. Juni wurde Liu Xiaobo, der Friedensnobelpreisträger, der spätere Friedensnobelpreisträger, verhaftet. Also heute, vor 30 Jahren. Und gestatten Sie mir die Bemerkung, das ist der einzige Friedensnobelpreisträger, der in Haft unter unmenschlichen Bedingungen gestorben ist, neben Karl von Ossietzky. Und es ist eine schöne Tradition, dass wir heute hier die Veranstaltung machen können, weil auch hier fand nach seinem Tod die deutsche Veranstaltung zu seiner Würdigung statt in der Gethsemane-Kirche. Und ja, noch ein letztes Wort. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Ereignisse damals 1989, wie entsetzt wir waren. Ja, wie entsetzt wir waren in der ehemaligen DDR, als da die Proteste, die friedlichen Proteste auf dem Platz des himmlischen Friedens niedergewalzt wurden, Menschen von Panzern überfahren wurden und erschossen wurden. Und ich erinnere mich aber auch gut, wie entsetzt wir waren über die Reaktion unserer Staatsführung. Und als Egon Krenz da wieder kam und andere SED-Funktionäre vorher aus Peking und sagten, jetzt ist endlich wieder Recht und Ordnung hergestellt, da war das eine Ohrfeige ins Gesicht von uns DDR-Bürgern und Bürgerinnen. Und es war uns auch vollkommen klar, was das bedeutet. Das war nämlich eine Warnung. Das war eine Warnung, wenn ihr das macht, schaut dahin, dann passiert genau das. Und ich glaube, am 9. Oktober in Leipzig die große Demonstration, natürlich auch die Demonstration hier in der Gethsemane-Kirche, die hätten um ein Haar auch so enden können wie in Peking. Auf jeden Fall ist das ein gutes Beispiel, wie globale Zusammenhänge sind. Tibet, Tiananmen und die friedliche Revolution in Ostdeutschland. Und in dem Zusammenhang freue ich mich, meinen ersten Interviewpartner ankündigen zu können. Und er hat gebeten, dass ich die Vorstellung kurz mache. Das will ich auch tun. Mein erster Interviewpartner ist Roland Jahn. Er ist in Thüringen aufgewachsen, hatte schon frühzeitig eine systemkritische Haltung. Er wurde dann nochmal besonders politisiert nach dem Tod von seinem Freund Matthias Domaschk, wurde später exmatrikuliert, mehrmals inhaftiert und gründete 1983 die Friedensgemeinschaft Jena. Im selben Jahr wurde er nach Westdeutschland abgeschoben. Es folgte eine journalistische Karriere, er hielt immer Kontakt zur Opposition in der DDR. Und 2011 wurde er Bundesbeauftragter für die Staatssicherheitsunterlagen in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich habe Herrn Jahn immer so ein Stückchen bewundert, aus einem ganz simplen Grund. Es war einer, der immer einen Rücken gerade gemacht hat in der DDR. Und da bitte ich Sie jetzt vor.
fürs Interview. Herr Jahn, so die erste Frage, die ich an Sie hätte, wäre aus Ihrer eigenen Einschätzung heraus, warum ist Tiananmen gescheitert? Warum ist Tiananmen gescheitert 1989 und warum war die friedliche Revolution in der DDR erfolgreich, wenn ich so sagen darf? Oh, da müssen wir ja, eine ganze... Einschalten. Nee, das geht schon. Ja, Entschuldigung. Ja, super. Ja, das ist natürlich eine Frage, da müssen wir eigentlich eine ganze Konferenz machen mit verschiedenen Podiumsteilnehmern und so weiter. Aber das ist natürlich etwas, was viele beschäftigt, sowohl Menschen in China, aber auch Menschen in Deutschland, die sich immer fragen, wieso haben wir so ein Glück gehabt, dass in Deutschland diese friedliche Revolution erfolgreich war. In dem Sinne ist es immer wieder wichtig zu betonen, dass natürlich da eine lange, lange Vorgeschichte da ist und dass es eine lange, lange Entwicklung ist, bis wir das Jahr 1989 und dieses Finale bis hin zum Mauerfall erlebt haben. Und das sind Faktoren, glaube ich, die dann 1989 ja, in der Summe dazu geführt haben, dass es möglich geworden ist. Ja, einzelne Faktoren, die einfach Rahmenbedingungen geschafft haben, dass Menschen dann diese Diktatur weggefegt haben. Wenn ich alleine mal anfange und sage, die ganze internationale Entwicklung, die ganz, ganz wichtig war, dass überhaupt der Rahmen gesetzt worden oder werden konnte. Wenn man sich anschaut, was in der Sowjetunion stattfand. Ja, das war zum Beispiel äußerst wichtig, dass die Gefahr des sowjetischen Panzer diese Revolution niederrollen, so wie 1953, dass diese Gefahr minimiert wurde. Ja, das war sozusagen die ganze Drang nach Glasnost und Perestroika, also Offenheit und Umwandlung, dass diese Entwicklung der Sowjetunion natürlich eine Orientierung für viele Menschen war und selbst in Parteikreisen Hoffnung auf Reform sozusagen aufkam. Aber noch wichtiger aus meiner persönlichen Sicht auch gerade die Entwicklung in Polen. In Polen, wo Menschen, nicht nur Einzelne, sondern in Massen ihr Schicksal selber in die Hand genommen haben. Die Gründung der Gewerkschaft Solidarność schon Anfang der 80er Jahre, die dann aber sich behauptet hat, trotz Kriegsrecht immer wieder aufgestanden ist, trotz der schwierigen Bedingungen in Polen am Ende einen runden Tisch erzwungen hat und mit der Regierung verhandelt hat, zu sagen, dass die schrittweise abtreten. Diese Entwicklung, das war Rückenwind für die Menschen in der DDR. Das hat Mut gemacht, das hat Leute sozusagen auch Kraft gegeben, zu sagen, Mensch, die Polen, die haben es drauf und sie haben davon geträumt, dass man es in der DDR auch hinkriegt. Aber auch international die Entwicklung in Ungarn, die Öffnung der Grenzen, die Öffnung des Eisernen Vorhangs, die nochmal die Fluchtbewegung, die sowieso schon da war über die Botschaften oder auch über die grüne Grenze, diese Fluchtbewegung wurde zur Massenfluchtbewegung. Und das hat natürlich auch die Situation in der DDR verschärft. Und einher ging auch der ökonomische Zerfall. Also, dass dieses Land eigentlich immer mehr zerfiel. Man hat es in den Städten gesehen, die Altstädte, die zerfallen sind. All das, was sozusagen da auch äußerlich zu sehen war, das war ein Land sozusagen vor dem ökonomischen Zusammenbruch. Und die Fluchtbewegung hat das natürlich nochmal gesteigert. Und dann, und das will ich betonen, haben wir gerade im Jahr 89 nochmal eine Initialzündung erlebt mit der nachgewiesenen Wahlfälschung. Das war der Offenbarungseid dieser Führung. Und dass in diesem Nachweis der Wahlfälschung eine Bewegung entstanden ist. Viele einzelne Akteure der Opposition haben sich vernetzt, haben sozusagen DDR-weit
zum ersten Mal eine große gemeinsame Aktion gemacht. Sonst war das immer punktuell. An manchen Stellen wurde demonstriert, an manchen Stellen wurde für Umweltschutz demonstriert und andere Punkte, auch für Menschenrechte. Aber dass Republikfreiheit so eine Bewegung entstanden ist, das war dann schon von einer besonderen Bedeutung. Und dann kam halt dazu, dass das getragen worden ist von einer Generation, die halt angstfreier wurde. Und das war die große Chance. Wenn ich da mal nachfragen darf, wie schätzen Sie denn, Sie haben jetzt ein sehr umfassendes, komplexes Bild gemalt. Ich habe ja gesagt, eine ganze Konferenz brauchen. Eine ganze Konferenz brauchen wir da. Wie würden Sie denn den Einfluss von den Tiananmen-Massaker einschätzen auf die DDR-Opposition? Also die Bewegung der Studenten, das war auch so ein Hoffnungsträger. Ne? Man hat natürlich das verfolgt, was da in China passierte. Und das Gute war ja in der DDR, dass man Westfernsehen hatte, dass man Westrundfunk hatte. Und gerade die Bilder, ja, das waren ja Massen von Studenten, die da unterwegs waren. Sowas kannte man aus der DDR nicht. Das hat gezeigt, was die Chinesen bei dieser kommunistischen Partei, die immer sozusagen hier dieses Land unterdrückt hat, selbst die schaffen es jetzt, auf die Straße zu gehen. Das hat Hoffnung gemacht und in dem Sinne war das etwas, was beflügelt hat. Und umso mehr war natürlich dann der Schock des Massakers. Umso mehr war natürlich plötzlich die Ernüchterung, auch die Angst, dass das, was man schon in kleinen Schritten sagen in der DDR auf den Weg gebracht hatte, gerade mit den Wahlfälschungsdemos, die da stattgefunden haben, all das sah man natürlich wieder in Gefahr. Was ist, wenn die chinesische Lösung kommt, sozusagen. Ja? Die Äußerungen, die auch angeklagt sind hier in dem kurzen Clip von den Regierungsvertretern, Egon Krenz, der nach China gereist ist und dann das offiziell verteidigt hat, das war natürlich etwas, was Angst gemacht hat. Und bei jeder Demo, die stattgefunden hat, dann bis in den späten Oktober hinein, hat man es richtig gespürt. Und gerade wenn man da in der Gethsemane-Kirche sitzt, der 7. Oktober, damals 89, das war ein besonderer Tag. Wir haben den Bericht gerade zumindest gehört. Ich habe sofort die Bilder wieder im Blick gehabt. Hier vorne auf der Schönhauser Allee, da waren die großen Panzerwagen, die Demonstranten weggeräumt hätten und alles drum und dran. Die hätten sie zermalmt, wenn die losgefahren wären. Und als ich in sozusagen die Bilder, ich habe ja als Journalist im Westen dann gearbeitet und habe diese Bilder bekommen, auch von einem Korrespondenten, der hier gefilmt hat, und habe die Gesichter gesehen dieser jungen Frauen, die sind mir heute noch in Erinnerung. Und als ich die Gesichter gesehen habe, da wusste ich, die werden diese Kraft haben, die werden sozusagen die Angst überwinden, auch die Angst, die sie sozusagen hatten, weil halt die chinesische Lösung eintreten konnte. Und das hat so eine Hoffnung gemacht. Und an diesem 7. Oktober gab es noch brutale Übergriffe. Die ganzen Straßen hier waren voller Leute, wo Menschen zusammengeschlagen worden sind. Die Leute sind in Hauseingänge geflüchtet und sonst wie. Das war ein richtiger Einsatz hier der Staatsmacht, wo es um ganz oder gar nicht ging. Und umso wichtiger ist es sozusagen, dass wir heute sagen können, wir haben es trotzdem in Deutschland geschafft. Und da setze ich wieder den Bezug zu China. Da sage ich, ja, auch das macht wieder Hoffnung auf, sozusagen für China, dass man es am Ende doch noch schaffen kann, obwohl die Staatsmacht sozusagen mit den Säbeln rasselt. Was würden Sie jemandem antworten, also wenn man Ihre Biografie liest, da ist auch viel Leid, Sie mussten viel ertragen, sage ich mal, mit Ihnen persönlich. Was würden Sie jemandem antworten, der sagt, China ist zu mächtig, da lohnt sich sie nicht zu engagieren, das hat alles keinen Sinn? Diesen Satz, das hat allen keinen Sinn, den habe ich mein ganzes Leben in der DDR gehört. Das bringt doch nichts und so weiter. Gerade auch die Diskussion um Ausreise, bleiben oder gehen, das war immer davon geprägt. Das bringt überhaupt nichts, sich dagegen aufzulehnen. Ansonsten kommen am Ende sowieso die sowjetischen Panzer. Das Trauma des 17. Juni hat diese DDR überschattet, sozusagen 4 Jahrzehnte lang fast. Und deswegen bin ich da immer optimistisch, dass es irgendwann zum Punkt kommt, wo das Kartenhaus zusammenfällt.
Und diese Woche hat der ARD-Korrespondent in Peking einen schönen Kommentar geschrieben. Können Sie noch bei Tagesschau online nachlesen. Ja, da steht die Überschrift, das Kartenhaus China kurz vor dem Zusammenbruch. Dieses System ist auf Lüge aufgebaut, genauso wie die DDR, auf Lüge aufgebaut. Und das ist die Angst der chinesischen Führung. Deswegen wollen sie auch nicht, dass über das Massaker von China berichtet wird, in China, dass darüber diskutiert wird. Das war in der DDR ähnlich. 1953 wurde von der DDR-Führung, also die Niederschlagung des Volksaufstandes, wurde von der DDR-Führung totgeschwiegen, beziehungsweise in der Schule einseitig als faschistischer Putsch dargestellt. Und es hat gewirkt. Selbst ich habe es geglaubt. Ich dachte, oder Wolf Biermann, der nun als Oppositioneller, sozusagen Vorzeigoppositioneller war, der hat gesagt, bei seinem Konzert in Köln damals im Westen, nachdem, wo er dann ausgebürgert worden ist, damals sagte er sogar noch, das war schon ein Arbeiteraufstand, aber noch ein faschistischer Putsch. So, und da hat man gesehen, die DDR-Propaganda hat gefruchtet. Und so ist es in China auch. Diese ganze Propaganda hat noch seine Auswirkungen. Aber ich bin optimistisch, dass es Schritt für Schritt wirklich dieses System der Lüge sich selber entlarvt. Und umso wichtiger ist es ja, dass wir international etwas leisten, dass wir dabei helfen, dass dieses Kartenhaus zusammenbricht. Und noch eine letzte Frage, das sind ja die Tibet-Initiative. Unser Bezugspunkt ist immer Tibet. Jetzt ist die Situation in Tibet ja relativ hoffnungslos. Es gibt Überwachung, es gibt Arbeitslager, es gibt eine massive Unterdrückung der Menschenrechte, ein sehr repressives Vorgehen der chinesischen Staatsführung. Was könnte denn der tibetische Widerstand, die tibetische Oppositionsbewegung von der DDR-Opposition lernen? Ja, nicht aufzugeben. Nicht aufzugeben, und das macht mich ja auch immer optimistisch. Wir Menschen sind geboren, um frei zu sein. Ich denke, dass der Freiheitswille nicht auf Dauer unterdrückbar ist. Und das ist zwar so einfach dahingesagt, aber wenn wir Gäste aus vielen Nationen dieser Welt in der Stasi-Zentrale haben, ja, und da kommen wirklich Leute aus Mali, auch aus China, auch aus vielen anderen Ländern, Kolumbien und sonst wo, wo wirklich Mord und Totschlag oft geherrscht hat, so, oder teilweise noch herrscht. Das ist etwas, was mich immer begeistert. Wenn die kommen zu uns, und wir gehen durch die Stasi-Zentrale und gehen dann sozusagen durch dieses Archiv, wo die Dokumente des Unrechts liegen, dann sagen die immer, dieser Ort gibt uns Hoffnung. Dieser Ort zeigt uns, dass das scheinbar Unmögliche möglich ist, wenn Menschen es tun. Danke, Herr Jens. Dann freue ich mich jetzt, unseren nächsten Referenten anzukündigen, Herr Seri Dodon. Er ist Tibetologe, hat lange geforscht am Seminar für Sprache- und Kulturwissenschaften für Kleinasien an der Uni Bonn. Er war 2001 Direktor des Tibet Information Networks in London und hat dann anschließend noch das Tibet Infonet, eine tolle Informationsplattform, gegründet. Er ist Experte nicht nur für Tibet, er ist Experte auch für Nepal, Bhutan und die angrenzenden Länder dort im Himalaya. Herr Dodon, Sie bitten. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich hatte es ja kurz angerissen in meinem Eingangsstatement. Es gab schon Demonstrationen, Unruhen vor 1989 in Tibet. Können Sie dazu etwas mehr sagen? Was genau ist da passiert? Oh, da ist vieles passiert. Und ich denke, der wichtige Punkt für uns heute Abend ist, was der Link ist mit dem, was dann passiert auf dem Platz des himmlischen Friedens oder in der Gegend. Sie müssen sehen, dass die 80er Jahre waren eine Hoffnungsphase für Tibet. Und wir damals, wie wir schon Tibet engagiert waren, das waren damals nicht sehr viele, es fing an, als wir dann Deng Xiaoping sahen, der irgendwie das ganze Regime geöffnet, oder schien das ganze Regime zu öffnen, da kam immer sofort die Hoffnung für Tibet, für eine bessere Zeit, und es war in der Tibet-Welt und weit darüber hinaus so.
Und dann stellte sich aber heraus, während der 80er, im Verlauf der 80er Jahre, nachdem der Dalai Lama auf Einladung der chinesischen Seite verschiedene Teams geschickt hat, um die Lage zu erkunden, dass die dritte Mission ist ja nicht mal zu Ende gegangen, weil einfach das Volk sie so begrüßt hat, dass es ein totaler Gesichtsverlust für China. Und da hat man schon gesehen, aha, es ist doch ein bisschen schwieriger, als man gedacht hat. Und ich meine, mit jedem Tag wurde es schlimmer. Und die Ereignisse 87 und 89 zeigten, obwohl in 87 noch ein bisschen die Reaktion war, man merkte, es war ein bisschen gedämpft. Man versuchte, es nicht schlimmer zu machen. 89 war dann ganz anders. Man hat da so Schritt für Schritt, lange bevor die Befürworter der Demokratie in China, also von außen, wenn man nicht jetzt, die Hoffnung verloren haben, wussten wir schon, das kann nicht gut gehen. Aber ein direkter Bezug natürlich zwischen was passierte 87, 89 in Tibet und dann 89 auf dem Platz des Himmlischen Friedens gibt es eigentlich nur, aber das ist interessant, in dem Punkt, dass Tiananmen fing an mit der Beiseitelegung, sag ich mal, von Huiyoba. Ja. Und der war derjenige, der am weitesten gegangen war in Bezug auf Tibet. Der hatte sich vor dem tibetischen Volk entschuldigt und alles, was passiert war. Und das war eines der Gründe, einer der erklärten Gründe, weshalb er für untauglich deklariert worden war von der Partei. Da ist natürlich ein Bezug. Das ist den meisten chinesischen Aktivisten, Demokratieaktivisten, so bekannt. Für uns war das wichtig. Und es ist wenig bekannt, aber es gab auch in der Zeit uigurische und besonders tibetische Studenten, die auch auf dem Platz im Himmlischen Frieden waren. Und gut, das ist kein Wunder an sich. Man, das hat betrifft alles, alle Studenten betroffen, die ganze Bewegung damals. Aber was interessant war, ist, dass sie doch Anklang finden bei den Nicht-Tibetern und bei den Nicht-Uiguren. Und das gibt natürlich Hoffnung, obwohl es damals nicht sehr bekannt war, heute wissen wir das. Aber hat da nichts gebracht am Ende. Ne? Gut, dann machen wir mal einen Sprung nach 1989. Welche Auswirkungen oder gab es Auswirkungen des Tiananmen-Massakers auf Tibet und wenn ja, welche? Ich glaube, in Essenz habe ich diese Frage schon beantwortet. Eine direkte Verbindung gab es nicht. Wissen Sie, selbst innerhalb Chinas, damals noch viel mehr als heute, innerhalb der Grenzen der Volksrepublik China, sage ich mal, damit jetzt kein Missverständnis aufkommt, war Tibet was anderes. Die Dynamiken, die dann am Werk waren, waren anders als die in Mainland China, allemal in Peking. Und wie gesagt, in Tibet war es schon gelaufen, vor den Ereignissen in Beijing. Insofern würde ich sagen, gibt es keine, wir wussten schon, dass es vorbei ist, sozusagen. Das hat vielleicht die letzte Hoffnung. Weil man darf eines nicht vergessen, gegeben die Machtverhältnisse und nicht nur die Machtverhältnisse, einfach die Größenordnung, um die es hier geht, es gibt natürlich nicht mal ein Schimmer von Hoffnung, dass ein Wechsel, dass die Wende in China kommen könnte durch die Tibeter. Durch die Tibet-Frage vielleicht schon, aber nicht durch die Tibeter, einfach weil die Zahlen nicht stimmen. Insofern ist jede Bewegung innerhalb China, also eine Veränderung der politischen Verhältnisse innerhalb Chinas, der Schlüssel für eine Wende in Tibet oder in tibetischen Regionen. So hat man damals gedacht. Und das hat natürlich die letzte Hoffnung getötet, dass man irgendwie relativ schnell zu einer vernünftigen Lösung kommt. Das war historisch auch so übrigens, dass die Tibeter sich wieder unabhängig deklarieren konnten Anfang des 20. Jahrhunderts. War eigentlich nur, weil das Manchu-Empire am Boden lag und
Ja, und ich denke, in der Zukunft würde es sich auch so ereignen, nicht andersrum. Ja, ich glaube, das beantwortet Ihre Frage. Wenn wir das nochmal vergleichen, Tibet 1989, die Aufschläge waren niedergeschlagen, Kriegsrecht seit März. Wir nehmen jetzt Tibet 2019. Hat sich da was geändert? Wenn ja, was hat sich geändert? Wie ist die Situation heute in Tibet im Vergleich zu 1989? Also sie ist ganz anders, wie es ganz anders an die werden könnte, wenn ich das mal so sagen darf. Die Dynamiken am Werk sind ja ganz, aber es ist auch im Mainland China ganz anders. Was ist anders? Einfach die Fähigkeit des Staates. Der Staat ist wahnsinnig vorangekommen. Vorangekommen, ich meine das nicht im positiven Sinn, sondern ist einfach viel besser gewappnet, als er jemals war. Und die Situation in Tibet sich auch in der Bevölkerung, der tibetischen Bevölkerung sich dahin stark verändert hat, indem es heute weniger offener Widerstand in Tibet gibt als damals. Jetzt heißt es nicht, dass es keinen Widerstand gibt, es gibt nur ein anderartiger Widerstand. Natürlich sind neue Generationen dazu gekommen, die meisten chinesischen Studenten, Kinder sprechen Chinesisch, zum Teil besser, weil sie Tibetisch können, wenn sie lange in Sichuan oder in Beijing gelebt haben. Das verändert schon allein das viel. Aber ich meine, die Überwachungsmöglichkeiten sind enorm. Und ich meine, die Bevölkerung hat natürlich schon längst gemerkt, dass mit Demonstrationen und so kommen sie natürlich nicht weiter alleine. Und wenn Sie da beobachten, wo es noch heute Demonstrationen gibt, also ich meine, offener Widerstand, das ist meistens lauter Verzweiflung oder es ist ein Unfall. Das ist nicht irgendwie was lang geplant ist, wie es damals war. Damals gab es Aktivisten, die versucht haben, was zu verändern vor Ort und so weiter und so fort. Heute haben sie keine Stücke. Das heißt, was die tibetische Bevölkerung, gerade die Gebildeten, davon heute tun, ist einfach irgendwo verborgen, die Hoffnung nicht zu aufzugeben, mitwirken, dass das Leben ihrer Mittibeter, sage ich mal, in Tibet besser wird. Es ist auch besser geworden, weil durch die wirtschaftliche Lage natürlich besser ist. Aber dass sie auch... Ist das Mikro beschneren? Entschuldigung. Aber war ich dann stehen geblieben? Die Lage der Bevölkerung, auch die wirtschaftliche und die lebensweltliche, sage ich mal, dass man kleine Freiheiten schafft, dass Künstler irgendwie malen oder singen können, ohne verhaftet zu werden, aus Gründen, die oft gar nicht mit Politik zu tun haben. Es kommt oft vor in Tibet, dass Leute für ein Lied verhaftet worden, das eigentlich gar nicht politisch gemeint war. Ja? Also die Leute, die politisch aktiv sind, politisches Bewusstsein haben in Tibet heute, die versuchen auf dieser Ebene anzuhören. Das klingt nicht gut, das klingt nicht hoffnungsvoll. Aber ich kann nur wie mein Vorgänger sagen, nichts ist Unmögliches und was sehr offensichtlich ist, ist offen am Ende, historisch betrachtet, gar nicht so offensichtlich. Es ist aber bleibt eine Tatsache, dass also Optimismus muss man haben, so Kampfoptimismus muss man behalten. Es hat auch keinen Sinn, pessimistisch zu sein. Man darf nicht zu viel von Menschen erwarten, aber auch nicht zu wenig. Und ich denke, was sicher ist, ist das, oder nicht sicher, aber was ziemlich offensichtlich ist aus der Informationslage, die wir jetzt haben, was sind Erfahrungen, die wir haben, was wir wissen, es gibt viele, die das nicht weiß, wird es ein besseres Tibet erst geben, wenn es ein besseres China gibt. Dann möchte ich Ihnen noch eine ähnliche letzte Frage stellen, die ich Sie Herrn Jahn gestellt habe. Wenn wir die Leute in Tibet anschauen und Sie haben ja gerade die sehr begrenzten Möglichkeiten beschrieben, die wir haben, wenn wir denen Rat geben könnten, was können die von der DDR-Opposition, von der friedlichen Revolution 1989 lernen? Was würden Sie sagen? Ich schlage vor, Sie haben mich in Drittmittel mal eine Konferenz dazu. Nein, aber im Ernst.
Das ist eine sehr, sehr breite Frage, da kann man keine einfache Antwort geben. Wenn man eins von der Geschichte lernt, ist, dass die Menschen überall gleich sind oder sehr, sehr ähnlich. Kultur macht einen großen Unterschied, aber am Ende nicht. In den richtig wichtigen Fragen macht Kultur keinen so großen Unterschied. Die Umstände, auf die wir wenig Einfluss haben, die machen sehr viel aus bei Revolution, bei großen Veränderungen. Insofern, man sollte jeder Revolutionäre, jede große Wende, die passiert ist in der Geschichte, analysieren und lernen daraus. Aber es ist keine Rezeptur. Da darf man sich nichts vormachen. Die Umstände der DDR waren ganz anders als in Tibet, als in China allgemein. Ich meine, da gab es Ostdeutschland, da gab es Westdeutschland, Entschuldigung, da gab es, wie wir mein Vorgänger gesagt hat, da könnte man Fernsehen gucken, aus dem Tal der Ahnungslosen. Und es gab die Trennung der Geschichte war nicht so lang. Das darf man nicht vergessen. Insofern ist die Lage so anders gestaltet, dass es schwierig ist, direkte Lehren daraus zu ziehen. Aber wiederum, wenn man sagt, das hört man sehr viel, in Asien, gerade in China, ist die Kultur und die Geschichte so anders verlaufen, da kann ich einfach übertragen und vielleicht sind die Chinesen nicht gemacht für Demokratie und bla 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 bla. Das ist völliger Quatsch. Zwei Punkte. Erstens, die frühen chinesischen Demokraten waren wahrscheinlich die ersten in der nicht-westlichen Welt, die Demokratie gefordert haben. Noch zur Zeit der Qing, also der Manchu, des Manchu-Empires. Sie sind gescheitert natürlich. Was heißt gescheitert? Ein böses Wort. Sie sind nicht dahin gekommen, wo sie wollten. Aber es hat sie als erstes gegeben. Erstens. Zweitens, Taiwan. Ich denke, die kommunistische Partei ist sicherlich schlimmer als die Nationalisten, die Kuomintang gewesen. Aber die Kuomintang war auch nicht vorhanden. Und sicherlich keine demokratische Bewegung. Und die Menschen in Taiwan sind aufgewachsen nach 1949 auf dieser kleinen Insel unter einer Diktatur, die nichts übrig hatte für demokratische Ideen und dennoch vom Westen gestützt wurden. Aber es bedürfte nur ein Familienmitglied des alten Diktator Chiang Kai-shek sich zu wenden, um ein ganz neues Regime zu schaffen. Und Taiwan ist heute ein wunderbares Land, politisch betrachtet, ja? Wo Demokratie, wo es echte Demokratie gibt, wo einfach sagen lassen kann, was man will, wo es Regierungswechsel gibt, ordentlicher. Manchmal fürs Gute, manchmal nicht. Aber das sind die Spielregeln der Demokratie. Und sind die Menschen da nicht Chinesen kulturell? Und ich verstehe Leute, die sagen, die chinesische Sozialkultur wenigstens ist nicht gerade günstig, um Demokratie zu fördern. Da kann man lange drüber diskutieren. Es gibt Punkte, die ich persönlich ernst nehme. Ja, irgendwo verstehe ich das Argument. Aber die Realität hat das Gegenteil bewiesen. Und das zeigt nochmal, Kampfoptimismus ist alles, was man braucht. Und Glück. Danke, Herr Traum. Gut, dann freue ich mich, unseren nächsten Gast vorstellen zu dürfen. Margarete Bauser, geboren in Bayern, lange Jahre Landtagsabgeordnete, später dann Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag und seit 2017 Bundestagsabgeordnete und Sprecherin für Menschenrechte und humanitäre Hilfe für Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe mal so ein Stückchen recherchiert.
Ihr soziales Engagement ist bewundernswert. Sie setzen sich ein fürs Kinderhospiz, Sie setzen sich ein für psychosoziale Hilfe, für durch Krieg traumatisierte Kinder und Jugendliche. Und warum Sie uns so aufgefallen sind, das ist Ihr Engagement für die Uiguren. Ja, in München lebt die größte Gemeinschaft der Uiguren in Europa. Frau Bause setzt sich schon seit den Zeiten des Bayerischen Landtags massiv dafür ein, aber nicht nur für die Uiguren, sondern auch für Menschenrechte im In- und Ausland. Und ich habe noch nach irgendeinem passenden Zitat gesucht, wie ich sie vorstellen kann. Und ich habe eins gefunden auf ihrer Homepage. Da steht ein Zitat von Horst Seehofer: Wo Bause ist, da ist Ärger. In dem Zusammenhang bitte ich Sie aufs... Meine erste Frage an Sie wäre, wie schätzen Sie die Auswirkungen des Massakers auf den Platz des himmlischen Friedens auf die chinesische Politik ein? Hat sich da was geändert seitdem, seit 1989? Stellen Sie da was fest oder sagen Sie, es immer noch genauso wie 1989? Also da hat sich natürlich massiv was geändert in den letzten 30 Jahren. Also Tiananmen steht ja dafür, für den Beschluss der KP, die eigene Bürgerinnen und Bürger zu ermorden, um ihre absolute Macht zu erhalten. Und das hat natürlich Auswirkungen bis heute. In der Folge, die KP hat ja eine Agenda in den letzten 30 Jahren nicht nur gehabt, sondern durchgesetzt. Das eine war ein brutaler Staatskapitalismus, der aufgebaut wurde und der versucht hat, wurde mit materiellen Versprechungen, auch eine Steigerung des Wohlstands, das muss man auch deutlich machen, deutlich sagen, Bekämpfung der Armut, sondern auch die Menschen ruhig zu halten. Und alle Wünsche nach Freiheit, nach Demokratie auf der einen Seite sozusagen sagen, wir geben euch ein bisschen Wohlstand, auf der anderen Seite werden aber alle Freiheiten massiv unterdrückt. Und was passiert ist in den letzten 30 Jahren, ist natürlich ein totalitäres Überwachungssystem, was aufgebaut wurde, auch mit den allen technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Da wird Herr Schmidt-Matter sicherlich sehr genau auch noch dazu ausführen können. Aber heute haben wir ja ein nahezu totalitäres Überwachungssystem mit künstlicher Intelligenz, mit Gesichtserkennung, mit Social Scoring, all die digitalen Überwachungsmethoden, die eingesetzt werden, mit Zensur, auch alle Erinnerungen an den Tiananmen wird ja versucht, wirklich total auszulöschen. Es darf in China noch nicht mal das Wort erscheinen, es wird überall, wenn es im Internet erscheint, es wird zensiert. Also es wird versucht, dieses Erinnern an dieses Massaker mit allen denkbaren technischen Möglichkeiten und natürlich auch repressiven Möglichkeiten auszulöschen. Und diese Entwicklung in China und natürlich, was auch passiert ist in den letzten 30 Jahren, dass China zu einer Weltmacht geworden ist, zu einer globalen Macht geworden ist, das war vor 30 Jahren ja auch noch nicht der Fall. So, und deswegen hat diese Entwicklung in China nicht nur Auswirkungen auf China selber, sondern natürlich Auswirkungen auch auf uns, Auswirkungen auf die Demokratien auf der Welt, weil China will sein Modell eines repressiven, totalitären, staatskapitalistischen Systems, sondern als das bessere System auch weltweit vermarkten und versucht auch durch dann wirtschaftliche Stärke Länder auf der Welt in Abhängigkeit zu bringen, um damit aber auch sein politisches Modell damit auch weltweit zu verbreiten. Und deswegen ist die Diskussion über China und die Diskussion über Tiananmen nicht nur eine Diskussion über die Unterdrückung der Menschen in China und der Freiheit in China, sondern es ist auch ein Punkt, der auf uns zurückzeigt, welchen Wert hat eigentlich Demokratie, Menschenrechte für uns hier in den Demokratien und was sind wir bereit, dann auch dafür einzusetzen, das zu erhalten. Kommen wir zurück zu Deutschland. Wenn wir uns die deutsche Menschenrechtspolitik in Bezug auf China seit 1989 anschauen, ich denke,
Stellen Sie da eine Änderung fest? Hat sich da irgendwie was geändert oder ist es noch genauso wie nach den Ereignissen 1989? Das ist für mich schwer zu beantworten, weil ich 30 Jahre deutsche Menschenrechtspolitik nicht so wirklich überblicken kann. Ich nehme wahr, dass es eine lange Zeit gab mit dem Aufstieg Chinas, dass Deutschland nicht so wirklich im Umgang mit China die Menschenrechte thematisiert hat. Es gibt zwar seit 20 Jahren ungefähr den Menschenrechtsdialog, das im Rechtsstaatdialog entstanden ist, der aber nicht wirklich Erfolge vorweisen kann. Vielleicht ist es gut, trotzdem auch Schicksale von Menschen anzusprechen, aber er wird in China nach meiner Wahrnehmung nicht ernst genommen. Allein schon die Leute, die an dem teilnehmen, sind sicherlich keine, die eine hohe Position in der KP haben und die die entsprechenden Entscheidungen zu treffen haben. Ich habe den Eindruck, dass man das auch gerne mal als Druckmittel in China, vielleicht auch als Propagandamittel in China einsetzt, dass aber der Menschenrechtsdialog Deutschland-China, aber auch Europa-China nicht wirklich entscheidende Veränderungen oder Verbesserungen in China herbeigeführt. Ganz im Gegenteil, es ist immer schwieriger geworden, zum Beispiel auch Dissidentinnen und Dissidenten aus China herauszuholen. Wir haben hier das Bild von Ai Weiwei. Er ist vor 3 Jahren, ist jetzt glaube ich hier, oder 4 Jahre, konnte er ausreisen. Zuletzt ist Liu Xia, konnte nach Deutschland ausreisen, aber es werden immer weniger. Und was ich wahrnehme, ist, dass die Stimmen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen demokratischen Ländern gegenüber China die Menschenrechte öffentlich einzufordern, nicht laut genug sind und auch phasenweise immer leiser werden. Im Moment habe ich den Eindruck, es könnte so ein Wendepunkt sein, weil dieses Gefühl, das geht ja auch uns an, bei immer mehr ankommt. Also wenn ich mir zum Beispiel das Papier des Verbandes der deutschen Industrie anschaue, die zum ersten Mal realisiert haben, da ist sozusagen ein Systemgegensatz. Und wenn wir uns jetzt nicht auf die Hinterfüße stellen, dann haben wir überhaupt nichts mehr zu melden. Da steht nichts von Menschenrechten drin, aber die haben realisiert auch, dass ihre Wirtschaftsinteressen, die sie immer meinten, die können sie im Austausch mit China und wenn sie den Kotau machen und wenn sie alles machen, was China will, die können sie am besten versetzen, die merken, das geht so nicht mehr. Und ich habe den Eindruck, dass auch viele Demokratien langsam merken, welche Bedrohung China für unsere Demokratie darstellt. Und das könnte auch so ein Punkt sein, wo es auch neue Allianzen, neue Möglichkeiten gibt, ein neues Zusammenwirken gibt, ein neues Zusammenstehen, eine neue Einigkeit, auch hoffentlich in Europa, um die Frage der Menschenrechte und der Demokratie gegenüber China viel deutlicher und klarer als bisher zu artikulieren. Wenn wir jetzt die Entwicklung anschauen, die setzen sich sehr für die Uiguren ein. Vor 2 Tagen haben sie einen Veranstaltung im Bundestag gemacht mit den ersten 2 Leuten aus Hongkong, die Asyl in Deutschland bekommen haben. Es gibt immer wieder begrenzten Widerstand, Herr Blanc hat es vorgestellt. In Tibet sehen Sie da gemeinsame Anknüpfungspunkte? Also das finde ich ganz entscheidend, dass die verschiedenen unterdrückten Gruppen oder auch Hongkong oder Taiwan, dass man versucht, da eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, dass nicht jede Gruppe alleine läuft, Tibet, Uiguren und jeder meint, wir müssen schauen, dass wir sozusagen unseren Widerstand organisieren. Ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass all diejenigen, die mit diesem chinesischen System nicht übereinstimmen, die Opfer dieses Systems sind, die bedroht werden davon, dass die eine gemeinsame Strategie entwickeln, dass sich Tibeterinnen, Uigurinnen, die Menschen in Hongkong, die immer mehr in ihrer Freiheit auch eingeschränkt werden, auch mit Taiwan zusammentun und gemeinsam überlegen, aber auch mit demokratischen Ländern, mit der Europäischen Union. Ich glaube, nur in diesem Schulterschluss, in diesem Zusammenschluss kann es wirklich gelingen, auch
Erfolge durchzusetzen, Erfolge zu haben und da dran zu bleiben. Nicht einmal nur zu gucken, sondern dran zu bleiben und zu sagen, wie kann eine langfristige Strategie sein. Was China macht, China denkt langfristig. Und wir denken in unseren Demokratien oftmals immer nur ganz kurzfristig und sagen, naja, wenn das nicht geklappt hat, dann lassen wir es halt bleiben oder machen was anderes oder kümmern uns gar nicht mehr drum, sondern wirklich eine langfristige gemeinsame Strategie zu entwickeln. Ich glaube, das ist notwendiger denn je. Ich kann noch mal nachfragen, ist auch von uns von Interesse für die Tibet-Initiative. Was könnten so ein paar Eckpunkte einer gemeinsamen Strategie sein? Also wie könnte das aussehen? Also ich glaube, das Erste muss sein, dass wir gegenüber China als allererstes unsere Werte deutlich machen. China sagt ganz klar, was es will, was die Ziele sind, worauf sie hinaus will. Da glaube ich, da braucht man sich keine Illusionen machen. Die sagen auch, Menschenrechte in dieser Form gelten für uns nicht. Erkennen wir nicht an, wir haben eine andere Definition von Menschen, das müssen wir ganz ausdrucken. So, aber die demokratischen Länder tun sich hart zu sagen, das ist unsere Wertebasis, das ist unser Fundament, das sind die Menschenrechte, davon gehen wir nicht ab. So, und auf dieser Grundlage können wir in Austausch treten, auf dieser Grundlage können wir wirtschaften, können wir Handel machen, können wir die Begegnung der Menschen machen, können wir Tourismus machen, all das. Aber das ist die Voraussetzung, also es muss das Erste sein und nicht am Ende noch, wenn man sagt, naja, wir wollen gern wirtschaften, wir wollen gern unsere Autos verkaufen und dann, wenn noch ein bisschen Zeit ist und Platz ist, dann sagt man, naja, und da sind auch noch die Menschenrechte. Wir müssen es umkehren, ja, und als Erstes sagen, gegenüber China und nicht nur wenige Länder, sondern wirklich in einem sehr breiten Bündnis. Wovon gehen wir aus? Was ist unsere Basis? So, die ist nicht verhandelbar, aber auf dieser Grundlage können wir über vieles reden. Und ich glaube, das ist die entscheidende Voraussetzung gegenüber China, diese Wertebasis nicht nur nebenher zu mal auszusprechen, sondern auf dieser Grundlage gemeinsam zu handeln. Noch eine letzte Frage. Wie furchtbar die Situation in Tibet ist, haben wir gehört. Wie furchtbar die ist in Turkestan, in Xinjiang, geht immer mal wieder durch die Medien. Glauben Sie, dass die Situation genauso grausam wäre mit Überwachung, mit Arbeitslagern, mit Folter, wenn es 1989 Tiananmen nicht gegeben hätte? Ja, das sind diese hypothetischen Fragen. Wenn es Tiananmen nicht gegeben hätte, es hat es gegeben. Ich meine, was wir heute erleben in Xinjiang, ist aus meiner Sicht eine Art Pilotprojekt, ein Freiluftlabor der totalen Überwachung, was da passiert. Und die Gefahr ist, oder das ist auch, so wie ich es wahrnehme, der Plan China, diese totale Überwachung auf das ganze Land auszudehnen. Das ist im Moment noch nicht der Fall, aber dort wird es praktiziert. Wie kann man sozusagen bis in den kleinsten privaten Bereich die Überwachung ausbauen mit den technischen Mitteln, die wir haben? Wie können wir das, was dort in Xinjiang praktiziert wird, was vorher in Tibet, der Parteisekretär, der vorher in Tibet die Unterdrückung organisiert hat, ist ja dann nach Xinjiang abgeordnet worden und treibt da jetzt ein furchtbares seine furchtbare Arbeit. So, und ich glaube, dass es nicht nur wegen des Schicksals der Uiguren und Uiguren so wichtig ist, nach Xinjiang zu schauen, sondern weil das eben das Pilotprojekt sein könnte, der Verbreitung auch in ganz China. Und was ich weiß, ist, dass diese Überwachungstechnologie ja auch schon von anderen Diktaturen nachgefragt wird. Also das bleibt auch nicht nur in China, sondern andere Diktatoren haben ein großes Interesse daran, zu gucken, was macht da China und was können wir davon lernen, nicht nur sozusagen in den Maßnahmen, sondern auch was die Technologie angeht. Und ich glaube, auch deswegen ist es so wichtig, es nicht nur auf diese einzelnen Regionen zu konzentrieren, sondern sich zu überlegen, welche Auswirkungen hat eigentlich diese totale, also ein Kollege von mir hat mal gesagt, es ist ein Technologiefaschismus, der da praktiziert wird, welche Auswirkungen könnte das auf lange Sicht auch uns alle haben. Danke, Frau Hauser.
Damit stelle ich jetzt erstmal unseren letzten Gast vor für unsere Einzelgespräche, Herrn Kai Strittmatter. Er ist im Allgäu geboren, war 1997 bis 2005 Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Peking, danach bis 2012 Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in der Türkei und Griechenland und danach wieder bis 2018 Korrespondent in Peking. Er hat mehrere Bücher geschrieben, zuletzt eins, was wir als Tibet-Initiative mit großem Interesse gelesen haben, die Neuerfindung der Diktatur, wo er den digitalen Überwachungsstaat in China wirklich skizziert. Und ein Punkt noch, Herr Kai Strittmatter hat 2014 den Theodor-Wolf-Preis bekommen für eine Reportage, die hieß Wolfskind, wo beschrieben wird, wie Kinder in Zeiten der Kulturrevolution ihre Eltern denunzieren und das war oftmals das Todesurteil. Herr Kai Strittmatter, ich freue mich, Sie begrüßen zu können. Wir waren neugierig auf China, die Zivilgesellschaft ist gewachsen. Und dann ist was passiert, 2009, da haben die Chinesen Facebook und Twitter verboten, haben aber ihre eigenen Alternativen entwickelt. Weibo war das chinesische Twitter sozusagen. Die Kommunistenpartei hat es wirklich verpennt, 3-4 Jahre lang dieses Ding richtig zu zensieren. Und das Ergebnis war eine wilde, freie Debatte, wie die Volksrepublik China es noch nie hatte. Ja, und da passierten wirklich erstaunliche Dinge. Ja, also wirklich, der Fluss der Informationen war zum ersten Mal die Geschichte der Volksrepublik befreit, die Debatte war befreit, die Leute haben sich organisiert, die Leute sind zusammengekommen. Man darf ja nicht vergessen, dass es eines der zentralen Machtinstrumente einer jeden Diktatur ist, die Leute zu isolieren voneinander, Misstrauen zu sehen. Die Leute sollen sich nicht zusammentun, sie sollen sich nicht verbrüdern, sie sollen sich nicht zusammenschließen. Das ist ja eigentlich die Basis für jede Opposition, die was bewirken will. Weil kluge, kritische Leute gibt es immer und überall in jedem Regime. Aber wenn du alleine bleibst, erreichst du nicht. Und da hatten wir ein paar Jahre, wo man das Gefühl hatte, wow, da finden sich Leute, da finden sich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Leuten, die um dieselben Themen kreisen, miteinander debattieren. Ja, und dann kam ich nach China 2012, gleichzeitig mit Xi Jinping, nach Peking und ein paar Monate später war alles vorbei. Und Xi Jinping hat gezeigt, wie man mit einer Macht wirklich, und wie schnell es geht, also verrückt. Das war wirklich eine anthropologische, psychologische, soziologische Studie, in der man da teilhaben konnte. Also das hat genau 4 Wochen gedauert, dann war Weibo tot. Dann war die Debatte tot. Und die Leute sind wieder zurückgefallen in die Isolation. Das ist das Neue. Und ich habe viele von meinen, natürlich, es war Teil meines Jobs, diese Leute zu besuchen. Ich habe auch viele der Leute damals besucht, die heute in Berlin leben, als Exilanten. Und natürlich sind das mit die tollsten Leute. Aber sie sind schwach als Gruppe in China. Und sie haben keine Stimme mehr. Sie haben fast keine Stimme mehr. Und so schön das wäre, hier eine Optimistin zu spielen, muss ich fast sagen. Also es gibt ein wunderschönes Zitat von Lu Xun, das jetzt oft im Zusammenhang mit dem Tiananmen-Massaker auch wieder zitiert wird von chinesischen Schriftstellern, Dissidenten, klugen Leuten einfach. Lu Xun hat mal geschrieben, also einer der besten, größten Schriftsteller, der größte Schriftsteller Chinas, vor 100 Jahren hat er gelebt. Der hat geschrieben, in Tinte geschriebene Lügen können niemals in Blut geschriebene Fakten überdecken. Schön wär's. Was, wenn es aber doch geht? Weil was wir sehen, ist ja der Wahnsinn. Eigentlich der 4. Juni, den wir als Jahrestag begehen, ich glaube, für die Partei ist es ein Feiertag.
ein sensationeller Erfolg. Ja, das Massaker hat sich gelohnt. Und was wirklich verrückt ist, also wie die es geschafft haben, tatsächlich dieses Auslöschen der Erinnerung, wie das funktioniert. Haben Sie gelesen, vor zwei oder vor drei Wochen haben die Chinesen auf Wikipedia verboten, die internationalen Versionen. Die chinesische Version von Wikipedia ist sowieso schon immer verboten gewesen. Aber natürlich war das wegen Tiananmen, wegen dem 4. Juli. Und das Interessante ist, die Chinesen haben ja ihre eigene Wikipedia auch bei den Schönkern. Wenn Sie da können Sie die für einzelne Jahre nachschauen. 87, 88, das können Sie bei Wikipedia auch. Und dann kommt die Chronologie, was in diesem Jahr passiert ist. Bei Baidu finden Sie alle Jahre bis 88. Und dann finden Sie wieder alle Jahre ab 1919 bis Jahr 1989. Existiert nicht. Ist aus der Geschichte gelöscht. Und das Verrückte ist, wenn Sie mit jungen Leuten sprechen, mit der Generation der Kinder derer, die dabei waren, die wissen, eine Frau eines Kollegen von mir, die ist heute Anfang 30, die ist mit Mitte, die hat an der Peking-Universität studiert. Die Uni, wo alles angefangen hat. Die Uni, wo die Elite Chinas studiert. Die jungen Leute, die klügsten, die neugierigsten. Ja. Die ist, als sie 25 war, also das war vor 6-7 Jahren, ist sie nach London gekommen, an SOAS, um da im Ausland zu studieren. Da hat sie zum allerersten Mal von den Vorgängen um Tiananmen erfahren. Das muss man sich mal vorstellen. Sensationell erfolgreich. Und das alles noch mit den klassischen Mitteln der Diktatur. Ja? Also mit Propaganda, Zensur. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Wenn ich was gelernt habe in all meinen Jahren in China, in den 20 Jahren, die ich da Journalist war, Propaganda funktioniert, Zensur funktioniert, Diktatur funktioniert. Leider, ist nicht schön, aber es ist wahr. Und jetzt kommt Xi Jinping und macht mal was ganz Neues. Er unterfüttert diese alten Formen der Repression auch noch mit den Mitteln der Informationstechnologien des 21. Jahrhunderts. Er erfindet die Diktatur digital neu und macht sie damit vielleicht, also es ist die Wette, die eine, wir sind mitten in diesem Prozess, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht, aber vielleicht macht er sie damit noch stärker, noch unangreifbar. Schön, Sie kommen zum Schluss, um ehrlich zu sein. Wenn wir jetzt mal nach Hongkong schauen, vorgestern gab es eine Riesendemonstration, eine Riesenzusammenkunft im Victoria Park in Hongkong, ich glaube 250.000 Personen. Es gab die Regenschirmproteste 2014. Wie bewerten Sie den Zusammenhang der hoffnungslos geschilderten Lage zu China, die Situation in Hongkong? Also erstens natürlich ist Hongkong ist der einzige Fleck im chinesischen Territorium, volksrepublikanischen Territoriums, an den Tiananmen tatsächlich gedacht werden darf. Das ist so wahnsinnig wertvoll. Ja? Also da wird die Erinnerung tatsächlich wachgehalten. Ja? Und in Taiwan natürlich auch. Ja? Aber Hongkong ist vielleicht bedeutsamer. Das Traurige am Beispiel von Hongkong ist, dass wir da gerade sehen, wie Hongkong Schritt für Schritt und in den letzten 3-4 Jahren mit einem zunehmend rasanten Tempo verwandelt wird in einfach eine zusätzliche weitere chinesische Stadt. Und leider passiert da gerade vor unseren Augen gewaltlos zwar, aber trotzdem mit Mitteln der Repression eine weitere Tragödie. Und ich weiß nicht, wie lange Hongkong seine Freiheiten noch behalten wird. Also meine größte Hoffnung setze ich tatsächlich auf Taiwan. Deswegen bin ich auch so dankbar für das Plädoyer von Taiwan vorher, weil was hier mein Mitstreiter vorher gesagt hat, das ist so wahr. Taiwan ist das Mächtigste, was zwischen der Volksrepublik China, zwischen der Kommunistischen Partei China und ihrer Behauptung, der Chinese sei quasi genetisch nicht zur Demokratie geschaffen, steht. Ja? Also das ist wirklich, und allein deshalb ist Taiwan der Kommunistischen Partei auch ein Dorn im Auge, nicht nur geostrategisch, weil die Insel halt so blöd liegt, ja, dass natürlich die Amerikaner auch deshalb Taiwan unterstützen, weil es natürlich geostrategisch ein Pfand ist und militärisch, aber auch deshalb, weil dort ja nicht nur eine Demokratie, nicht nur eine lebendige Demokratie, sondern wirklich die lebendigste Demokratie Asiens. Lebendiger als Japan, lebendiger als Südkorea. Und ich muss sagen, für mich auch mit die spannendsten, als ich zurückkam, eine meiner ersten Geschichten war, ich bin mit 1000
1000 Chinesen, nicht nur, das waren nicht nur 1000 Chinesen, das waren 1000 Chengdua, Leute aus der Hauptstadt von Sichuan, mit denen bin ich in ein Kreuzfahrtschiff gestiegen in Shanghai und bin nach Taiwan rübergefahren. Und das war so super spannend. Also die Chengdua sind sowieso total coole Leute, weil die sind nicht so wie die Pekinger und die Shanghai, die da sind so arrogant, ja, und die steigen in Taiwan, dann wenn die dann sehen die ja, den Taipei Flughafen, der natürlich kein Vergleich ist zu den neuen Glitzer-Dingern da, die da in, und dann sagen die, oh, das ist alles zurückgeblieben. Nee, die Chengdua, die waren alle total richtig, die haben wirklich geguckt mit offenen Augen. Und schon am zweiten Tag, ja, haben diese Leute, also wir sind nach Taiwan gefahren und ein paar Tage durch Taiwan gefahren. Wahnsinnig spannend. Und schon am zweiten Tag kamen die zu ihrer Reiseleiterin, ihrer Taipei Reiseleiterin und zu mir und sagten, wieso, völlig verwirrt und so, wieso sind die alle wieso so anders als wir? Also, ja, wieso bleiben die bei Rot an der Ampel stehen, zum Beispiel? Und wieso, wenn ich einfach so auf dem Gehsteig stehe, wieso kommen die zu mir und fragen mich, ob sie mir helfen können? Und wieso sind die so, was wollen die? Ja? Wieso sind die so anders in einer ganz zwischenmenschlichen Ebene? Selbe Haare, selbe DNA, selbe Sprache, selbe Kultur, aber trotzdem völlig anderer zwischenmenschlicher Umgang auch. Wahnsinnig spannend, ja. Und deswegen sage ich auch zu jedem, ich sage zu jedem Ausländer, und wenn er 20 Jahre in China gelebt hat, und ich sage auch zu jedem Chinesen in der Volksrepublik China, meine Assistentin, die sagt, hey, du kannst dir kein Urteil über dein eigenes Volk erlauben, bevor du nicht ein paar Wochen, ein paar Monate in Taiwan verbracht hast, ja. Weil erst dann merkst du, was ist eigentlich das Chinesische an dem, was ihr hier tut, an den Chinesen, und was ist die Politik, ja. Und da merkst du, was macht die Politik mit dem Volk? Wie korrumpiert ein System, eine Gesellschaft und wie vergiftet eine Politik auch die einzelnen Menschen? Und jetzt bin ich wo ganz anders gelandet. Ich will nochmal kurz zurückkommen zu der Situation in Europa, in Deutschland. Sie haben lange in Peking gelebt. Es gab so große Berichterstattung über Tiananmen die letzten Tage, immer aus so unterschiedlichen Medien, aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Gibt es irgendwelche Fehlannahmen von uns hier im Westen in Europa im Blick auf das Tiananmen-Massaker? Und wenn ja, welche? Fehlannahmen auf das Tiananmen-Massaker? Also, ich meine, wir haben ja sowieso einen sehr fernen Blick. Wir wissen ja eh nicht so viel über China. Also ich würde eher sagen, was es sehr, sehr lange gab, waren Fehlannahmen über China. Ja, wir waren sehr lange extrem naiv. Über das Tiananmen-Massaker würde ich sagen, gibt es wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Fehlannahmen, weil wir wissen viel zu wenig. Ja. Es ist noch viel zu wenig bekannt. Es kommen zwar immer neue Bücher noch raus, jetzt kam auch wieder ein Buch raus mit neuen Dokumenten, wo zum Beispiel auch Dokumente, die nahelegen, also aus dem inneren Machtzirkel in Peking, die nahelegen, dass es tatsächlich stimmt, dass Deng Xiaoping letztlich, dass das war kein Versehen, dieses Massaker. Das war nicht, also die Soldaten haben auch nicht zur Waffe gegriffen, irgendwie, weil es keinen anderen Ausweg gab, sondern es war offensichtlich bewusst gewollt, das Blut vergießen. Ja? Man wollte den Terror, man wollte den Schrecken, um die anderen einzuschüchtern. Das ist das eine. Aber grundsätzlich, mit, was ich meine, Fehlannahmen, also wir haben China immer eigentlich total falsch eingeschätzt. Also im Verlauf der letzten Jahrhunderte sowieso, aber auch gerade in den letzten 30, 40 Jahren. Und ich habe es auch selber erlebt als Korrespondent halt auch, als ich das erste Mal weg bin aus Peking 2005, da bin ich eigentlich vor allem auch weg aus Frust, gar nicht so sehr über die chinesische Regierung, weil die hatte sich ja nie geändert, sondern mehr noch als Frust über unsere eigenen Leute. Ja? Also unsere Wirtschaftsleute, aber auch die Politiker. Ich habe 7 Jahre hintereinander Gerhard Schröder ja, ich habe es nicht mehr ertragen am Ende, wirklich. Und ich muss sagen, ich habe noch nie im Leben CDU gewählt. Ich habe noch nie im Leben Angela Merkel gewählt. Und die Angela Merkel hat die letzten Jahre die tollste China-Politik gemacht, die ich bei westlichen Staatsführern erlebt habe. Und ich, alle meine Kollegen, wir waren alle verliebt in Angela Merkel, wirklich. Also großartig, ja, weil sie halt wirklich erstens, und ich nehme an, das hat auch mit ihrem ostdeutschen Hintergrund zu tun, und das ist schon ein riesiger Schritt für uns, ja, der Schritt der Erkenntnis, die Augen aufmachen, lass dir kein X für ein UFO machen. Die kommt da halt hin und die steht diesem Mann gegenüber und die weiß sofort, mit was für Leuten sie es zu tun hat. Ja? Im Gegensatz zu Gerhard Schröder und allen anderen.
die Chinesen sind ja auch Meister, ich sage immer die Chinesen, Entschuldigung, das ist völlig falsch, die Kommunistische Partei Chinas ist Meister im Einwickeln von Leuten auch, ja, und im Blenden von Leuten. Es gibt in China sowieso ein sehr widersprüchliches Land. Man kann morgens das eine sagen und abends das Gegenteil, man hat immer recht, ja. Aber ja, die Angela Merkel war da sehr viel weniger und gleichzeitig hat sie immer Rückgrat bewiesen auch noch. Und jetzt kommen wir zurück zu diesem Punkt, irgendwie diese Fehlannahmen, sie war immer viel wenig naiver, glaube ich, als viel wenig andere. Wir waren viel zu lange, viel zu naiv und haben dieser China-Fantasie nachgehangen, irgendwann werden die ja automatisch so wie wir. Ja? Also man hat uns doch irgendwann mal erzählt, der Kapitalismus unterwandert China, Wandel durch Handel, Gerhard Schröder. Und dann hat man uns erzählt, das Internet unterwandert China oder alle autoritären Regime. Und plötzlich, und da bin ich bei Frau Bause, plötzlich stellen wir fest, das Gegenteil passiert. Ja, plötzlich unterwandert China den Kapitalismus und das Internet dazu. Und plötzlich, und das ist auch ein Punkt, den ich gerne wiederhole, hier, den Frau Bause schon mal gemacht hat, tatsächlich, als ich damals losging nach Peking, um über China zu schreiben und über China zu sprechen, da hat man immer, wenn man über China geredet hat, China geredet. Heute ist es völlig anders. Wenn ich heute über China rede, rede ich automatisch auch über uns. Und vielleicht viel, viel mehr über uns. Und deswegen glaube ich, tatsächlich, also das ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, weil das ist tatsächlich viel mehr Leuten jetzt bewusst geworden. Ich glaube, gerade in den letzten, das ist was ganz Neues, in den letzten ein, zwei Jahren sind da Dinge in Bewegung gekommen. Da passiert etwas und die Leute gucken mit ein bisschen offeneren Augen hin. Und ich kann nur hoffen, dass es so bleibt. Daniel Schmidt. Ich möchte Ihnen am Anfang erstmal nochmal eine hypothetische Frage stellen. Mal angenommen, wir machen einen Zeitsprung. Jetzt haben wir 2019 und mal angenommen, wir haben das Jahr 2029. Was hat sich seitdem in China verändert? Oder was hat sich nicht verändert? Wir haben immer noch die gleiche hoffnungslose Situation wie heute. Wer mag anfangen? Ich möchte das ergänzen, was ich diese, diese Erfahrung, die wir in der DDR gemacht haben, 1953. Von 1953 bis 1989, das waren 36 Jahre. Wir haben jetzt 30 Jahre nach 1989, würde ich sagen. Und das macht mir Hoffnung, dass dieses Trauma, das Tiananmen, ähnlich wie das Trauma des Volksaufstandes 1953 irgendwann sich auflöst, weil eine neue Generation da ist, weil eine neue Generation da ist, die ganz anders damit umgeht, mit den aktuellen Fragen und dass diese neue Generation auch nicht mehr so geprägt ist von einer Gesellschaft, einer Einparteienherrschaft und auch die Möglichkeiten, dass die chinesische Wirtschaft sie mit Wohlstand versorgt, dass das dann so also gegeben ist und dass andere Fragen eine Rolle spielen. Das ist meine Hoffnung und in der Hinsicht habe ich diesen Text gelesen, der sagen ARD-Korrespondent geschrieben war. Diese System der Güte, das hält sich nicht ewig und je mehr wir, und deswegen bin ich dankbar für die Aufrufe auch, je mehr wir von Deutschland aus, von Europa aus, unsere Werte sozusagen versuchen einzufordern bei den Regierenden,
aber auch versuche, unsere Werte irgendwo nach China zu transportieren. Im Austausch, wo es nur geht, das Informationsmonopol des Staates aufbrechen. Dafür sorgen, dass sie halt auch Chinesen sich vernetzen können, dass sie sich bewusst machen können, da sind noch andere, die genauso denken und fühlen wie ich selbst. Das ist etwas, wo dann auch Angst überwunden werden kann und wo dann auch nochmal klar wird für die Menschen, was sie eigentlich wollen. Und das macht mich jedenfalls optimistisch, dass es irgendwann an der Zeit ist. Also ich glaube, dass China das Versprechen, was es im Moment noch versucht zu geben, nämlich auch materiellen Wohlstand, in 10 Jahren nicht gehalten wird haben können. Und dass die Widersprüche, die daraus entstehen, also es ist ja jetzt schon eine unglaubliche auch soziale Ungleichheit in China, also man hat großen Reichtum, aber auch immer noch große Armut. Die Spreizung geht immer weiter auseinander. Ich glaube, es ist das Land, das weltweit die größte Spreizung zwischen Armut und Reichtum hat. Ich habe richtig gelesen, dass der Gini-Koeffizient in China am größten ist. Also, dass das ein Widerspruch ist. Der zweite Widerspruch ist natürlich die Umweltzerstörung, die damit einhergeht. Auch Lebensmittelsicherheit, vergiftete Nahrung, all das. Also, dass die Widersprüche, die aus diesem unglaublichen kapitalistischen Wachstumswahn entstehen. Und das ist eine chinesische Idee, das ist eine westliche Idee, die haben sie sozusagen nochmal verschärft. Aber dass die Widersprüche, die daraus entstehen, auch in China, dass die auch politisch was in Bewegung setzen. Ob das in 10 Jahren der Fall ist, ich habe keine Glaskugel. Aber ich glaube, das ist eine Perspektive, auf die man gehen muss. Dass das Versprechen des Wohlstands nicht eingehalten werden kann und dass daraus auch Unruhen entstehen, dass daraus auch Wut entsteht und dass daraus möglicherweise auch eine neue Politisierung entstehen kann. Noch eine Frage. Zeitsprung 2029. Wie ist die Situation in China, in Tibet? Ja, also wie gesagt, habe ich schon vorher gesagt, wie man nicht das so wurde. Ich, so sehr ich für Optimismus plädiert habe vorher und weil ich ein Optimist von Natur bin und man muss Kampfoptimismus haben, natürlich, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Rationell betrachtet, bin ich nicht sehr optimistisch für die nächsten 10 Jahre. Ist zu kurz vielleicht. Ich denke, selbst wenn es sowas wie, vielleicht nicht eine Revolution, aber eine Veränderung, in China gibt, wäre das eher in Richtung Putin-China gehen, sage ich mal. Es gibt zu wenig, im Gegenteil zu Taiwan, zu wenig Verständnis und Bewusstsein für die Notwendigkeit von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in China, als dass man eine Volksbewegung in diese Richtung erwarten könnte. Das braucht Zeit. Deswegen bin ich aus diesem Grund, aus rein optimistisch. Nur wie gesagt, Geschichte ist nicht voraussagbar. Es sind tausend Sachen, es sind tausend Dinge passieren. Meine Vorsprecher können einige erwähnen. Man könnte auch viel mehr Dinge erwähnen, die eine Rolle spielen können. Ich denke, aus der jetzigen Sicht, der politische Druck von außen hat an der Straße was zu bedeuten in China. Also ich bin nicht ein Pazifist.
Es ist nicht die Pazifisten, die Konzentrationslager befreit haben. Das ist eine Armee. Ich bin jetzt auch noch kein Kriegsverhalten. Ich will nicht. Aber ich denke, man muss da ein bisschen aufsehen, wenn man das bewirken will. Doch muss man warten, dass die ganze Zeit entwickeln, dass sie sehr lange dauern. Könnte doch ein Feierabend sein. Wenn die Zuliefer eben verursacht, wenn da aber auch Hintergrund was passiert, dann nicht die Partien laufen können. Ich mag jemanden nicht, aber Sie können sehen, wie ich das hier höre. Vielleicht nicht in die Richtung, aber Sie können auch das hören, wenn man kickt. Aber Menschen werden bleiben. Und die Idee gefällt mir nicht. Ich denke, wir sollten nicht nur an diesen Schuldigen sehen. Tut dem nur Gefahren, tut dem nur Gefahren. Dinge, die wir drin haben, nicht nur gut, aber die wirtschaftliche Entwicklung ist halt viel zu vergessen, wie wir auch nicht dran waren vor 30 Jahren. Und ich meine, dass ich die Dinge heute im letzten Leben habe, ist eigentlich nicht falsch. Und ich bin auch 150%ig überzeugt, meine ich, dass alle Chinesen nach außen, also in Afrika, in der Welt, tun, wenn sie helfen, den Grundmarkt zu entwickeln, ist es nicht falsch. Natürlich werden sie nicht umsetzen. Aber das ist dann auch uns. Wir haben ungeahnte Möglichkeiten. Wir haben viel breiteres Horizont. Wir sind besser in Brasilien. Wir kennen die Welt besser. Wir haben immer noch, vor langer Zeit, lange Sicht, ist viel weiter entwickelt als China vor seinen 30 Jahren. Da habe ich keine Zeit. Ja, arbeiten für ein anderes Basis, breite Basis. Insofern sollte man aktiv sein, nicht blauäugig warten, dass da was passiert. Wir müssen mehr Menschen im Umgang schneller zusammenarbeiten, wenn man sich. Und konkurrieren sich danach auch ganz klar Grenzen setzen. Und vor allem Grenzen setzen, um auch was zu machen. Wenn es irgendwas ist, wenn wir Positionen an einem Punkt, das wir nicht halten werden, dann tun wir nur den Richtung. Das ist, was ich überhaupt nicht erwünsche. Aber es ist wieder mal aufgebaut. Ich denke, zum Beispiel im Internet ist ein sehr wichtiges Werkzeug. Wenn man hinwirken kann auf das chinesische Internet, das ist, und das ist technisch nur nicht mehr wirklich, ein Internet ist so, wenn man kann schlecht sein. Als man muss aggressiv bleiben, kooperativ bleiben. Irgendwo in dieser Linie könnte man das tun. Aber am Ende, der Allmächtige, ich glaube, aber es geht gut, der Allmächtige entscheidet nicht. Ja, ich glaube nicht, dass wir China verändern. Also, das mit dem Eintreten für unsere Werte, das ist natürlich einer der wichtigsten Punkte, aber jetzt fast mehr an uns, finde ich, ja, dass wir selber nicht verbogen werden. Und im Endeffekt kämpfen wir im Moment gerade für Europa, für unsere Demokratie. Und also ich zumindest habe das Gefühl, in meiner Generation ist es gerade, als man das wirklich im Spiel steht. Und China ist da ein Faktor. Und wir müssen, wenn wir kämpfen, erstmal für uns kämpfen. Was China selber angeht, die junge Generation, ich bin da auch nicht so optimistisch. Das Interessante ist ja, wenn man mal sagen, so ein positives Erbe ist ja, wenn man mal sagen kann, dass diese Generation, die da rausgekommen ist, ähnlich wie die, die aus der Kulturrevolution gekommen ist, aus diesen Katastrophen und zum Teil, das überschneidet sich ja ganz stark, viele Leute haben das weiterentwickelt, das ist eine völlig von der kommunistischen Partei desillusionierte Generation. Das sind die Leute, die das wahre Gesicht dieser Partei gesehen haben. Das sind die Leute, die gesehen haben, zum Beispiel fähig ist, was der Kern dieses Systems immer war und immer ist und immer bleiben wird. Ja. Also wenn es eine Botschaft gibt und warum wir hier auch 30 Jahre diese Erinnerung machen, ist irgendwie, wir sollten nie vergessen, wozu diese Partei fähig ist und weiter fähig sein wird. Die jungen Leute, und das war eine Konsequenz, die die Partei auch aus Tiananmen gezogen hat, war, dass sie die Gehirnwäsche in den Schulen ja noch verstärkt hat. Ja. Die nationalistische militaristisch
Hirnbildschirm geschult wurde, nach der dann extrem verstärkt. Und in den letzten 6 Jahren hat diese Technik nochmal eins draufgelegt. Und das Ergebnis sind junge Leute, die ich in meinem Heimatort Lindenberg im Allgäu wirklich auf der Arsch der Welt, Westallgäu, nach Zürich sind es 1,5 Stunden, das ist die nächste größere Stadt, nach München sind es 2,5 Stunden. Da habe ich auch eine Rede gehalten an meinem Heimatgymnasium und da habe ich auch die Oberstufe besucht. Kein großes Gymnasium, da habe ich Abitur gemacht, 700 Leute. Und dann saßen da 140 Leute vor mir, 141 Chinesen. Und stellt sich heraus, es waren eben die Sprösslinge dieser Familien, die unbedingt ihre Kinder ins Ausland schicken wollten. Und da gab es dann so ein Institut, die haben die da in Allgäu erstmal in Deutsch trainiert und dann wurden die mit Fleisch aufs Gymnasium abgeworfen. Das Interessante war jetzt, ich habe dann meinen Vortrag gehalten, ein bisschen lustig, ein bisschen mehr über das Leben erzählt, aber auch politisch. Und am Ende, ganz am Ende, während der Diskussion haben die sich nicht so richtig getraut, die Chinesen. Aber danach kam ein paar auf mich zu. Ja. Und dann kommt so ein 17-Jähriger, es kam 2, 3, das ging alles in die gleiche Richtung. Aber dieser 17-Jährige, das war das beste Zitat, deswegen gebe ich das hier wieder. Jeans, ja, Sweatshirt, Nikes, die sieht aus wie ein 17-Jähriger bei uns. Die Eltern von diesen Leuten waren alles Ärzte, Lehrer, also gute Mittelschicht, ja, so wie hier eben. Und dann kommt er auf mich zu und sagt, Herr Stadtmann, was Sie da jetzt erzählt haben über die Diktatur, wissen Sie, Sie sind doch Deutsche und als Deutscher mögen Sie doch bestimmt den Fußball auch so, ja, wie alle anderen Deutschen auch. Ich sag Ihnen einfach mal, wissen Sie, und der war eineinhalb Jahre lang schon in Deutschland gewesen, im anderen Deutschen, quasi wieder eineinhalb Jahre lang Demokratie und Freiheit. Dann sagt er, Herr Stadtmann, da, Diktatur ist einfach wie ein Fußballteam. Wir ziehen alle an einem Strang. Ja? Und das ist die chinesische Jugend heute viel mehr als damals. Ja? Und ich glaube, letztlich, natürlich wird ein auf Lüge gebautes Regime nicht ewig, kein Regime ewig. Die Frage ist natürlich, wie lang ist es ewig? Ja? Es hält jetzt auch schon 70 Jahre. Das ist schon eine verdammt lange Zeit. Wer weiß, ob es nicht nochmal ähnlich lange geht. Also ich glaube auch der Punkt, wann das zum Wackeln kommt, das ist tatsächlich der Punkt, wenn diese inneren Widersprüche aufbrechen und als allererstes wahrscheinlich, wenn das Wirtschaftswachstum so weit zurückgeht, ja, dass tatsächlich diese neue Mittelschicht, die ich gerade erzählt habe, diese Städter, das waren nämlich die größten Profiteure des Regimes. Ja? Die Mittelschicht, die Ärzte, die Architekten, die Lehrer, nicht die Bauern und die Arbeiter. Wenn die plötzlich merken, hoppla, ja, jetzt geht es nicht mehr weiter, dann wird es gefährlich. Aber genau deshalb, und deswegen bin ich auch nicht so super optimistisch, genau deshalb baut ja der Xi Jinping diesen Nationalismus und Militarismus auf. Und ehrlich gesagt, ich habe am 3. Oktober letzten Jahres Peking verlassen, bin dann nochmal 4 Wochen nach Taiwan. Und was ich da gemerkt habe, ich habe auch Ihren Außenminister interviewt, der hat mir das auch wortwörtlich gesagt, wenn ich Taiwaner wäre, hätte ich Angst. Weil genau darauf wird es vielleicht am Ende hinauslaufen. An dem Punkt, wenn das Regime in Bedrängnis kommt, ja, und wir haben es so oft gesehen, und er baut jetzt den Nationalismus auf sein Großchinesisch, seine Großmachtsträume. Und wenn dann der Punkt kommt, wenn es zu inneren Spannungen, Zerwürfnissen, Unruhen kommt, dann sucht er sich irgendwas, um abzulenken. Und dann ist es jetzt entweder die Insel, um die sie sich mit den Japanern streiten, oder aber viel wahrscheinlicher, es ist Taiwan. Ja? Und am Ende, ich glaube auch, die Kommunistische Partei wird er nicht mehr so lange erleben. Das glaube ich auch. Aber das heißt nicht, dass doch Demokratie kommt. Ich glaube nämlich auch, dass am Ende ein Putin-Regime dasteht. Und warum steht Putin nicht, weil das Volk nicht bereit wäre für Demokratie? Ja? Das ist nicht, meine These ist eine andere. Weil die Interessengruppen, die hinter diesem Regime jetzt schon stehen, ja, so stark sind und so mächtig sind, ja, die werden sich vielleicht irgendwann dieser Fassade der Kommunistischen Partei entledigen. Aber die sind dann nicht weg. Da ist die Armee, da ist die Staatssicherheit, da kommt ja Putin her aus diesem Komplex. Ja? Und das sind die Leute, die dann manipulieren und um die Macht streiten. Und meine Angst ist, ich hoffe, ich werde irgendwie eines Besseren belehren, aber meine Angst ist, dass das sich am Ende so ein russisches Modell steht. Frau Bauser, Sie wollten antworten da noch?
Na, ich wollte nur auf Ihren Fußball, auf Ihr Fußballbild antworten, weil mir da gerade was in den Sinn gekommen ist. Ich bin überhaupt keine Fußballspezialistin, aber was mich beeindruckt hat bei einem Besuch in China, den ich mit einer Delegation mit dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten gemacht habe. Da war in der Delegation war nicht nur Wirtschaftsvertreter, sondern es war auch Paul Breitner mit dabei für den FC Bayern. Weil FC Bayern in China, also das war sozusagen auch eines der Ziele der bayerischen Regierung. Also man wollte zeigen, hier Fußball und FC Bayern und Kooperation und so. Und dann war auf dem Tisch so die Frage, ja, was müssen Sie denn tun, um bessere Fußballspieler zu werden? Und dann hat Frau Breitner gesagt, Sie müssen Freiheit geben. Weil man kann eben Fußball nicht nach einem diktatorischen Denken, ja, jeder, der hat Angst, dass er irgendwie einen falschen Schritt macht oder einen Schritt zu viel oder zu wenig macht, ja, sondern man muss den Menschen beim Spiel, beim Fußballspiel Freiheit geben, nur dann kann man gewinnen. Und das war die politische Antwort in dieser ganzen Runde von den ganzen Wirtschaftsleuten, die da waren und dem bayerischen Ministerpräsidenten noch dazu, das ausgerechnet Paul Breitner von Freiheit in China. Der war mal Maus. Ja. Ich will nochmal zurückkommen auf das, was ich vorhin länger ausgeführt hatte zu den Bedingungen der DDR. Warum sozusagen die Chance der friedlichen Revolution so vorhanden war und warum es dann am Ende erfolgreich war. Wenn einer der Faktoren, die ich aufgeführt habe, internationale Lage, wirtschaftliche Lage oder die wirtschaftlichen Missstände, die Ausreisebewegung, die neue Generation und so weiter. Also, das sind ja viele, viele Gründe gewesen. Wenn einer der Gründe weggefallen wäre, dann würden wir vielleicht heute noch eine Zusatzfrage dazu. Sie haben praktisch ausschließlich darüber geredet, warum die Selbstorganisation des Volkes so erfolgreich war. Könnten Sie mal Ihre These, warum hat das Regime nicht zugeschlagen im Gegensatz? Warum haben die sich anders verhalten als die Chinesen? Weil aus meiner Sicht, gewagte These, aus meiner Sicht schon das System selber im Zerfall war. Wenn wir die Dokumente der Staatssicherheit anschauen, die teilweise schon untereinander geredet haben, wenn ich ganz konkrete Erlebnisse, die ich oder meine Familie hatte, wo die meine Mutter bei der Staatssicherheit vorgeführt worden ist und sie ihnen deutlich gemacht haben, dass sie selber nicht mehr dran glauben an das System. Das sind alles Erfahrungen gewesen, die sich dann am Ende bestätigt haben. Dieses System in der DDR hat funktioniert, obwohl alle dagegen waren, außer vielleicht darum die alten Kreise waren. So. Und das zeigt sich ja jetzt tun wir auch alle sagen, wir waren schon immer alle dagegen gewesen. So. Aber im Endeffekt haben sie trotzdem das System gestützt. Ja, man muss sich mal vorstellen, im Mai 1989, trotz Wahlfälschung, sagen wir mal, wir haben 8-10% gefälscht, ja, waren es ja trotzdem noch 98%. Das heißt, 90% haben einen Zettel in die Urne gesteckt und haben sich bekannt zu diesem Staat. Ja, das muss man doch nochmal wissen. Im Mai 1989 war das. So, und dann im Herbst waren sie plötzlich zu 100.000 auf den Straßen. Ja, und im März 1990 haben sie schon zu 40% Helmut Kohl gewählt. So, das ist ein Zeichen da gewesen, dass das ein verbotenes System war. Und das ist das Krankenhaus, was dann zusammengebrochen ist. Aber es konnte nur zusammenbrechen, weil viele andere Faktoren da waren, die dazu geführt haben. Wenn die wirtschaftliche Lage nicht so schlecht gewesen wäre, ja, dann hätten wir doch alle weiter in ihrer Nische gelebt und hätten sie ihr kleines Glück gehabt. Und dann es waren nur wenige, die im Sommer 89 schon den Kopf rausgestreckt haben. Oder wenn man die 60er, 70er Jahre zurückgeht, das waren Einzelne, die immer wieder weggefangen worden sind und eingespannt worden sind. Und das ist doch der Punkt. Gerade auch die internationalen Fragen oder auch Deutsch-Deutsch. Der Vorsitzende der SPD damals, Oskar Lafontaine, ist heute im Bundestag zitiert worden. Ja, der hat das heutige Regime sozusagen als ein
anerkanntes System gepriesen. Der hat die wirtschaftliche Lage in der DDR gepriesen. Und er hat die deutsche Einheit als Schwachsinn bezeichnet. Das ist doch alles was gewesen, was natürlich, sagen immer wieder, dieses System ein bisschen rumpiert hat. Und da sind wir bei dem Thema China. Wie gehen wir jetzt mit China um? In Deutschland können wir viel tun. Und wenn ich nur an die deutsche Außenpolitik denke, eine China-Politik, und da sind wir bei Taiwan, wie Taiwan behandelt wird, wie Kriminelle werden sie behandelt. Sie dürfen nicht mal hier richtig einreisen. Der Parlamentspräsident ist hier Person non grata. Das ist das ja, gepriesene demokratische System Asien. Und wir behandeln sie wie Terroristen. Und das ist etwas, was nicht geht. Und da muss deutsche Politik umsteuern, damit die Bedingungen dafür da sind, dass einer dieser Faktoren, der auch zu Veränderungen führen kann, wenigstens mit unserer Hilfe vorhanden ist. Mit dem Grund möchte ich gerne das Podium öffnen. Da ist ein Standmikrofon im Gang. Wer Fragen hat an unsere Gäste, bitte da hinkommen und bitte nur eine Frage pro Person, damit wir möglichst viele Personenfragen bearbeiten können. Zum allerersten Mal in der Geschichte von Google, wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte von Silicon Valley,
vielleicht auch irgendein anderen Unternehmen, das schon passiert ist, die eigenen Angestellten von Google haben eine Demonstration gemacht und haben demonstriert gegen ihre eigene Führung und haben gesagt, wir wollen das nicht, ihr sollt das nicht machen. Und das Ergebnis war, dass dieses Projekt, das auch noch den tollen Namen Dragonfly trug, ja, Dragonfly ist die Libelle, die hat 28.000 Augen, ja, die sieht alles. Also verrückt überhaupt, apropos Ironie, das ist, ich weiß nicht, haben Sie das mitgekriegt? Was, das wollte ich vorher noch erzählen, das muss, Entschuldigung, ganz kurz am Schluss ein kleines Pausenteil. Von wegen kollektiver Amnesie. Wissen Sie, was auf den Titelseiten der chinesischen großen Parteizeitung am 4. Juni die große Geschichte war? Es war eine Rede von Xi Jinping über Mülltrennung. Ja, man soll ja die Chinesen von den Kommunisten trennen. Gut, danke. Nächste Frage.
das muss jedem von uns klar sein, dass da jetzt, da wartet ein Kampf, der ausgefochten werden muss, den wir aber zuallererst mit uns selbst ausfechten müssen. Da ist kein Kieler ganz wichtig. Ich bin sicher, dass ich die Frage dann verstanden habe, aber falls ich sie richtig verstanden habe, würde ich sagen, es gibt zwei Beteiligungen, die wir machen können. Auswirkungen meine ich. Erstens, wir sind in Europa und in Europa kann Europa viel, viel Macht in der Welt. Eine andere Macht als die Amerikaner, aber auch eine Macht. Und ich denke, eine der ersten Maßnahmen, die man in Europa ergreifen muss, es muss von der europäischen Führung ein Agreement geben. Über eine gemeinsame, und zwar einforderbare gemeinsame Linie durchzuführen. Das ist sehr wichtig. Ich denke, die Amerikaner werden folgen. Und wir haben Zeit, das zu bewegen. Außer, wenn ich jetzt nicht ausführe. Und die andere Sache, das habe ich vorhin angedeutet. Ich denke, das Internet eine enorme Rolle spielt. Gerade wenn man eine kriegerische Auseinandersetzung erschließen will, das ist natürlich. Das Internet ist, man denkt, dass China so eine große Mauer, große Internetmauer und das andere gebaut hätte und dass man da überhaupt keine Möglichkeit hat. Das ist Quatsch. Jeder Techniker wird sagen, das ist Quatsch. Es gibt keine Mauer. Ach, hier gibt es die chinesische Große Großbau, die ist ja durch den Wohnbau und wieder ausgeholt. Und das ist ja das Gleiche, was wir haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, man muss nicht diese Schriftung kämpfen, was wir in der Welt auf unserem Gebiet. Wir müssen diesen Kampf in den Gebieten führen. Und dazu muss man sich die richtige Möglichkeit anschauen. Okay, das sind zwei Dinge, die man erstmal aufschreiben kann. Also ich würde gerne auf zwei Punkte fokussieren. Sie haben gesagt, dass wir in Europa damit erst wieder bewusst werden müssen, was in Gefahr steht, dass wir unsere Demokratie wieder kämpfen müssen. Ich glaube, die letzte Europawahl hat gezeigt, dass es vielen Leuten bewusst geworden ist, dass wir eine so hohe Wahlbeteiligung bei der Europawahl hatten, wie wir sie lange nicht mehr hatten, dass die Leute plötzlich sagen, über Europa geredet haben, gestritten haben. Ja, ich kenne viele Europawahlkämpfer aus den letzten Jahren, die waren einfach nur langweilig und eigentlich wurde auch von den demokratischen Parteien Europa kaputt geredet und nur von Bürokratie und so. Also es gibt sozusagen einen neuen Eifer für Europa und sozusagen ein neues Engagement für Europa und zwar in einem sehr breiten demokratischen Konsens. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber und ich glaube, die Bevölkerung hat auch gemerkt, welche Bedeutung Europa heute hat für im Grunde alle zentralen Fragen. Und der zweite Punkt, was kann man selber machen als Verbraucherin, als Bürgerin. Also ich hätte mir gewünscht zum Beispiel, dass es einen Shitstorm gegeben hätte gegen VW, nachdem VW-Chef Dies vor kurzem gesagt hat, er weiß nichts von Lagern in Xinjiang. Sie haben dort ihr eigenes Werk, sie lassen dort produzieren in Xinjiang und er hat die Schutze in der Öffentlichkeit zu sagen, er weiß nichts, dass da irgendwelche Menschenrechtsverletzungen standen. Und natürlich weiß er es, er muss ja danach auch zurückrudern, aber da hätte es einen Shitstorm aus der gesamten Bevölkerung geben müssen, dass er nie wieder so etwas sagen darf. Und genauso auch gegen andere Unternehmen wie Mercedes, die auf den Druck von China eingehen. Ich glaube, da haben wir als Bürgerinnen und Bürger ganz viele Handlungsmöglichkeiten. Das Dritte, was die Politik, das sind die neuralgischen Punkte, die schon genannt wurden, das ist Taiwan, aber das ist auch Hongkong. Ja, und im Moment ist dieses Auslieferungsgesetz in Hongkong, da ist es gerade dabei, dass die Brandmauer auch eingerissen wird, dass das, was bisher Hongkong noch gegenüber China geschützt hat, dass das eingerissen wird. Und da würde ich mir auch wünschen, und ich werde das auch mit meinen Möglichkeiten für den Bundestag, dass zum einen von der Bundesregierung aber sowas von klar dagegen vorgegangen wird, aber auch von der Europäischen Union, weil es auch da wieder europäische Bürgerinnen und Bürger betrifft, was da geplant ist, was da passiert ist. Und da fehlt mir noch wirklich der internationale Aufschrei, also diese drei Punkte, wo unbedingt gehandelt werden kann.
Frage. Wir können vielleicht sammeln, oder? Sonst dauert es. Ja, mach die. Ich muss die schaffen. In der jetzigen Situation. Das wissen Sie auch. So. Und deswegen muss man einfach immer wieder dranbleiben, auf verschiedenen Ebenen genau dafür kämpfen. Im Moment sehe ich keinerlei Möglichkeit, eine Mehrheit dafür zu bekommen. Aber da ändert sich auch etwas. Ja, so. Ich muss mich jetzt entschuldigen, weil ich muss jetzt genau in diesen Bundestag, weil wir jetzt nämlich im Bundestag demnächst eine Debatte zu 30 Jahre Kleiner Mann haben werden. Und ich finde es wichtig, dass wir diese Debatte nicht nur hier führen, sondern auch im Deutschen Bundestag. Großes Dankeschön, Frau Bauer. Ja, das mache ich. Darf ich vielleicht kurz noch eine Lösung? Es ist nicht als Diskussion gedacht, tut mir furchtbar leid. Ich muss hier dann bitten, wir machen uns auch jetzt gerne beschließen. Jetzt ist es 21 Uhr. Wir wollen gerne noch einen guten Abschluss finden. Eine Frage hatte ich gesagt noch als letzten Punkt. Dankeschön. Ich habe dabei nichts mehr darum gedacht, nur sagen, ich habe gut. Das ist eine Wunde an die Knie an China. Dann noch eine letzte Frage. Er hat sich gemeldet.
Das Gedicht hat Liu Xiaobo zum zweiten Jahrestag des 4. Juni geschrieben. Und es heißt zum zweiten Jahrestag des 4. Juni. Inschrift: Du hast nicht auf die Ermahnungen der Eltern gehört. Du bist aus dem kleinen Klofenster zu Hause hinaus. Und als du mit hoch erhobener Fahne zu Boden gingst, warst du erst 17. Ich aber lebe weiter mit meinen 36. Weiterleben ist ein Verbrechen vor deinem Gespenst, dir ein Gedicht widmen, Schande. Die Lebenden müssen schweigen, lauschen der Anklage der Gräber.
Ich habe kein Recht, dir ein Gedicht zu schreiben. Deine 17 Jahre gehen über alle Worte hinaus und alles, was ein Mensch tun kann. Ich lebe mit diesem halbwegs schlechten Ruf. Ich habe keinen Mut. Ich kann nichts mit ein paar Blumen oder einem Gedicht, stehe ich vor deinem 17-jährigen Lächeln. Ich weiß, man klagt nicht mit 17. 17, ein Alter, das sagt, das Leben ist einfach, schmucklos, eine endlose Wüste, braucht nicht Bäume, nicht Wasser, nicht Blumenflor, doch erträgt es der Sonne Massaker. Mit 17 gefallen, auf dem Weg, der sich dann auflöst. Mit 17 das lange Schlafen im Lehm, ruhig wie ein Buch. Mit 17 hier zu sein, an nichts mehr zu hängen, außer dieser Zahl ohne Fehl. Der letzte Atemzug mit 17, ohne Hoffnung, ein Wunder. Die Kugel schlug durch den Berg, ein Krampf trieb das Meer in den Wahn. Wenn alle Blumen nur noch eine Farbe besitzen, dann ist keine Verzweiflung. Mit 17 wird nicht Verzweiflung sein. Mit 17 die unvollendete Liebe der schlohweißen Mutter gegeben, die einst die 17 einschloss im Haus, die unter dem Fünf-Sterne-Banner die heiligen Blutsbande zur Familie kappte, wachgerüttelt von deinem sterbenden Blick. Ging sie zu den Gräbern mit deinem Vermächtnis, und wenn sie fallen wollte, gab die 17, der Hauch des Gespensts, ihr Halt, hielt sie auf dem Weg. Überwunden das Alter, überwunden der Tod, mit 17 schon in der Ewigkeit. Und lehnen sich möglichst.